Hallihallo und willkommen zur 32. Folge, wenn ich mich nicht ganz irre, das 50er Jahre Modus mit, ja, jetzt haben wir es, Werder Bremen, und wir mussten direkt mal ran. Wenn wir uns erinnern, in der letzten Episode waren wir ja eigentlich damit beschäftigt, uns einen neuen Kader so ein bisschen zu basteln. Da wir eine Menge Geld hatten, konnten wir auch ein bisschen was ausgeben. Und davon haben wir ja schon ein bisschen was benutzt, von dann am Volland und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nichts mehr ganz Neues. Aber jetzt wollten wir ja noch einen Innenverteidiger. Und wer das wird, wollten wir ja auflösen in dieser Episode. Aber erstmal mussten wir dieses Spiel gegen die Eintracht bestehen, aber es ging nicht gut los. Die Eintracht ging früh in Führung, Traoré außen und dann Nattermann oder sowas und den Dreh in der Mitte. Es ist schon die 61. Minute. Ihr seht, das war gar kein spannendes Spiel und das ist tatsächlich ungelogen. Der allererste Schuss Richtung Tor, Clinton G hat ihn aber ohne Stall pariert. Und ja, direkt hinterher dann die zweite Chance, jetzt wurde es richtig aufregend, Volland auf Yannick Westergaard und der köppelt ihn drüber. Also blieb's beim 1:0. Aber er dachte, jetzt sind wir aufgewacht, Fehlanzeige, vor allem ich noch nicht, Wiedwald, Nattermann holt den Ball und dann kommt der Ball hinten auf Traoré und er muss ja eigentlich das 2:0 machen und wir haben Glück, noch in der Partie zu sein. Ja, dieser Fehler von Wiedwald schien dann aber ein bisschen wirklich der Wachmacher zu sein. Denn nächste Chance wieder Clinton G und wieder ist es Unerstall im Tor. Wir sind schon kurz vor Schluss, 90. Minute plus 5. Noch einen Angriff hatten wir. Adrian nochmal auf den Außenstürmer Yannick Westergaard. Und der bringt den Ball gleich zu Adrian. Der sieht einen G und einen G und im dritten Anlauf macht er dann doch seinen Treffer. Mittlerweile nicht unverdient, auch wenn wir nicht sonderlich viele Chancen hatten. Aber in der 90. retten wir uns immerhin noch einen vielleicht sehr, sehr wichtigen Punkt am Ende im Kampf um die Top 3. Ja, ihr seht, kein sonderlich spannendes Spiel. Ihr habt alle Chancen, die es wirklich in dieser Partie gab, gesehen, was schon traurig ist, wenn man sieht, wie kurz diese Partie war. Und dann ging es also auch in die Verhandlung mit Patrick Heller. Patrick Heller und Mustafi, beide Angebote wurden akzeptiert. Mustafi hatte sogar schon sein Vertragsangebot akzeptiert. Aber ich wollte nochmal sehen, was ich Heller geben muss, damit ich beide akzeptieren kann und dann mich für einen entscheiden. Die meisten von euch hatten ja gesagt, ich solle mich für Heller entscheiden, einfach weil er jünger ist. Und ja, so kommt es dann tatsächlich auch. Wir haben beide Transfers da. Der eine kostet 12 Millionen, der andere 15 Millionen. Beide wollen 80.000 Gehalt und Heller ist jünger. Und ja, dann nehme ich einfach den jüngeren deutschen Innenverteidiger. Und wir gucken uns jetzt seine Werte an. Und jetzt war ich sehr überrascht, was so unfassbar gute Werte er hat. Hohen 90er Stärkebereich, über 70 Tempo, 87 faire Zweikämpfe und dazu auch noch 1,96 Meter groß, deutscher 22-jähriger Innenverteidiger. Das ist sowas wie der perfekte Westergaard, das perfekte Westergaard-Upgrade, denn der hat sich bei uns ja mal überhaupt nicht entwickelt. Westergaard immer noch ein 76er. Und deshalb muss Westergaard jetzt leider den Gang in die zweite Mannschaft antreten. Und Heller wird den ersetzen, so dass unsere Innenverteidigung jetzt lautet Emre Can, Patrick Heller und Luca Caldirola. Also ich glaube, das ist doch schon eine sehr, sehr ordentliche Innenverteidigung. Vor allem jetzt mit Heller, so einem starken Upgrade zu Westergaard. Der ist schneller als Westergaard, ein kleines Stück kleiner, aber ich glaube, das ist schon so in Ordnung. Ja, das ist keine Wiederholung vom Spiel eben, sondern wir mussten wieder gegen die Eintracht ran. Direkt im nächsten Spiel, Pokalspiel war es. Wir durften immerhin zu Hause spielen diesmal, was natürlich ein Vorteil ist. Und ja, es ging etwas besser los für uns. Wir haben hier einen Freistoß von Adrian, der wird geblockt. Dann aber dieser Fehler von Ignowski, groß geht dazwischen, wird gelegt. 11 Meter, klare Sache. Und die Chance auf den ersten Treffer. G durfte diesmal von Anfang an ran. Und ja, das dankte er mir dann auch. Überlegen uns, im letzten Spiel hat er in der letzten Sekunde getroffen und uns den Punkt gerettet. Jetzt bringt er uns hier in Führung. Und das war generell eine deutlich bessere Partie als die letzte, vor allem chancentechnisch für uns. G mit der nächsten Chance, aber so clinical ist er noch nicht in seinem Abschluss, dass er wirklich jeden einzelnen macht, aber trotzdem natürlich ein G. Ein ganz, ganz wichtiger Stürmer mittlerweile für uns, vor allem die Joker-Rolle, wisst ihr ja, wie stark er darin ist. Aber dass er auch von Anfang an spielen kann, das zeigt er uns in diesem Spiel, hat es 1:0 gemacht und dann setzt er zu diesem Dribbling an, perfekt gemacht, ohne Steil geschlagen, 2:0 und NG, ja, wird hier eindeutig zum Matchwinner. Aber Eintracht hatte noch nicht aufgegeben, hat diese Riesenchance und vergibt auch diese Chance. Anderson war es, Bamba.
Anderson. Stattdessen gegenseitig, es kommt, wie es kommen muss, Clinton G. und der Hattrick. Ja, also der Mann war in dieser Episode wirklich on fire. Schießt uns mit einem Dreierpack in die nächste Runde des DFB-Pokals. Und diesmal konnten wir die Eintracht sehr, sehr souverän besiegen. Und ja, es läuft weiterhin alles sehr solide für uns. Ja, ihr habt gesehen vielleicht, dass Bayern, Wolfsburg und ein Elfmeterschießen gab es noch, in der nächsten Runde noch sind, unter anderem. Und das heißt für uns natürlich, dass wir wahrscheinlich auf einen starken Gegner treffen werden in der nächsten Runde im Halbfinale. Aber dazu noch später mehr. Wir verleihen als letztes noch Özkan Yildirim, der sehr unzufrieden war anscheinend mit seiner Rolle bei uns, was ich natürlich halbwegs nachvollziehen kann, aber ja. Ja, wir leihen ihn einfach aus. Wir haben eben mittlerweile genug offensive Mittelfeldspieler, als dass wir uns das nicht leisten können. Ich warte natürlich sehnsüchtig auf die Rückkehr von Johannes Geis, der immer noch verletzt ist und uns hoffentlich dann wieder mal im Mittelfeld etwas für Kreativität besorgt. Aber dazu müssen wir noch einen Monat warten oder zwei Wochen oder sowas. Auf jeden Fall, kurz ist er noch verletzt, ihr habt es gerade gesehen. Ansonsten entwickeln sich die meisten Spieler relativ gut. Ein Pekka Kandi ist irgendwie um zwei runtergegangen, der war anscheinend überbewertet am Anfang von den Scouts, aber auch der wird sich jetzt bald wieder steigern, nehme ich einfach mal an. Und ansonsten sind wir schon am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, tschüss.